Der deutsch-französische Grenzübergang Sasbach verbarrikadiert. Auch nach 7 Wochen immer noch kein Durchkommen möglich. Nur die großen Kontrollstellen haben offen, werden aber scharf kontrolliert. Durchkommen da nur wenige. Das muss sich schnellstens ändern, fordern 10 Unionspolitiker in einem Brief an die Regierung. Es würde übrigens auch kein Verständnis finden, wenn Mitte Mai die Bundesliga losgeht, aber die Bundesgrenzen dicht bleiben. Für offene Grenzen wurde bereits an der polnischen Grenze demonstriert. Spätestens am 15. Mai, keinen Tag länger, müsse endlich Schluss sein mit Gitterzäunen, so der aktuelle Appell. Unterstützung dafür auch von der SPD. Wir sollten wirklich auch zu einer Grenzöffnung kommen. Das können wir verantworten und wir können uns mit unseren Nachbarn eben auch entsprechend abstimmen. So sind die niederländischen und belgischen Grenzübergänge nach Absprache offen. Scharf kontrolliert wird im Grenzgebiet dennoch. Neben den Berufspendlern ist der Grenzübertritt derzeit nur Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnern erlaubt, wenn der Partner im Nachbarland lebt. Oder es geht um die Betreuung minderjähriger Kinder, die Pflege von Angehörigen oder um einen anderen triftigen Grund, wie zum Beispiel einen Todesfall. Das soll vorerst so bleiben, heißt es beim zuständigen Bundesinnenministerium. Jetzt nur nichts überhasten. Das soll zum einen abgestimmt mit den EU-Partnern erfolgen und zum anderen natürlich auch lageabhängig. Sprich, wir können den Abbau der Grenzkontrollen nur dann vornehmen, wenn sich das Infektionsgeschehen weiterhin so erfreulich entwickelt wie in den letzten Tagen. Solche Szenen könnte es also noch länger geben. Man kennt sich oder liebt sich gar, kann sich aber nur am Gitterzaun treffen. Dazwischen liegt eine Landesgrenze.